Hallöchen, liebe Community vom Kanal PvP. Okay, servus. Grüßt euch. Schön, dass ihr da seid. Dass ihr wieder mal alle eingeschaltet habt. Das freut mich natürlich ungemein. Ja, ihr seid halt schon eine gute Community. Da kann man stolz drauf sein, da kann man sich drauf verlassen. Prima so, weiter so. Immer klotzen. Nicht kleckern, sondern klotzen, gell? Immer schön reinklotzen in das Video vom PvP. Okay. Ja, was habe ich denn heute wieder für euch dabei? Ich habe von Pulk Z, der im Clan Tone spielt, also Toni Otto, not Pulk Gustav Emil, der hat mir noch einmal ein Replay zukommen lassen. Und zwar über seinen deutschen Zerstörer, den Z20. Dieses Schiffchen heißt auch Karl Galster und hat ein Battle Rating von 4.3 im RB. Ja, und die Geschichte weiß natürlich auch ein bisschen was über dieses Schiffchen. Und ich hatte es schon einmal erzählt, aber das ist nicht viel. Das kann man also gleich noch einmal darlegen. Und dann sage ich schon einmal, er hat hier 12 Schiffe erledigt, 2 Flugzeuge und 5 Abschusshilfen kassiert. Ja, und die Z20, die Karl Galster von 1939 bis 1956, war ein Zerstörer des Types. Ja, was für ein Typ? Ein Typ Zerstörer. Ha, 1936. Logisch, gell? Also, es wäre komisch gewesen, wenn dieser Zerstörer der Typ eines U-Bootes gewesen wäre. Das wäre natürlich jetzt etwas verfremdend. Ja, da hätten wir dann alle gestaunt und gesagt, ui, kann denn das möglich sein? Also gut, dann machen wir mal weiter. Der gehört natürlich zur deutschen Kriegsmarine, ne? Als einziges nach dem Unternehmen Weserübung 1940 noch vorhandenes Boot seiner Klasse überstand Karl Galster den Zweiten Weltkrieg. Der Zerstörer gelangte als Kriegsbeute in die Sowjetunion und wurde erst nach 1960 verschrottet. Die Z20, der Karl Galster, der Zerstörer. Der Z20, Karl Galster Zerstörer. Naja, irgendwie werden wir schon auf die Reihe kriegen, wie das Z20 dann zu benutzen ist, ne? Wurde am 14. September 1937 bei der Deschimag-Werft AG Weser in Bremen auf Kiel gelegt. Ja, die legen immer einen auf Kiel, ne? Könnten den auch mal umdrehen. Mal schauen, wie es dann geht. Der Stapellauf erfolgte am 15. Juni 1938. In Dienst gestellt werden konnte der Zerstörer am 21. März 1939. Man hört das Ballern auf. Kann man ja nicht einmal in Ruhe reden hier. Benannt war das Boot nach Kapitän Leutnant Karl Galster, Sohn des Vizeadmirals Karl Galster, 1851 bis 1931. Der im Ersten Weltkrieg am 25. März 1916 mit seinem Torpedoboot S-22 nach einem Minentreffer in der Nordsee untergegangen war. Haben die doch damals auch schon Minen gelegt, die Hunde verreckten. He? So, und bei was war das Schiff beteiligt? Na, nicht viel, aber oft. Ne? Nicht oft, aber viel. Beteiligt war es an der Verlegung der Minensperren für den Westwall in der Nordsee. Dann hat sie wegen einem Handelskrieg geführt, da der Zerstörer, ne? Im Skagerrak, da haben sie ein paar Schiffe aufgebracht, mit Prisenkommando dann nach Kiel geschickt. Dann hatten sie Minen gelegt, und zwar an der Mündung des Humber. Und sie haben Minen gelegt an der Themse-Mündung, jawohl. Und nach der Kapitulation, immer ruhig Blut, wurde das Boot der Sowjetunion als Kriegsbeute zugerechnet. Oder zugesprochen, ne? Übergabe in Libau. Da sind die auch noch da hingefahren und haben die Schiffe übergeben, wo es als Brotschny
in Dienst gestellt wurde. Das Boot wurde erst um das Jahr 1956 außer Dienst gestellt. So, die Russen haben sich das da einverleibt, ne? Man hat es ihnen gegeben als Kriegsbeute. Naja, mein Gott, wir durften ja nichts behalten. Ne? Sind wir froh, dass wir den Schrott weg haben? Konnten wir neu aufbauen, gell? Und die Russen waren selig, dass sie was hatten, weil die hatten ja nicht viel. Und dann wurde das Boot 56 außer Dienst gestellt. Das heißt, es ist also ewig lang noch rumgefahren. Ne? Leute, stellt euch das vor. Ne? Ja, das war halt dann deutsche Wertarbeit. Ne? Jo, das soll es mal gewesen sein hier aus der Geschichte. Und ja, bum, 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 bum. Das ist ja der helle Wahnsinn. Das ist ja hier der helle Wahnsinn. Du kommst da ja vor wie fast Silvester, ne? Ja, und da haben wir das natürlich mit der KI, ne? Die KI, die semmelt drauf, wo sie ein Ziel findet. Es ist der KI Scheiß, egal ob das Schiff vor dem Berg, vor der Insel, Bergrücken und wie auch immer ist, oder ob das hinter der Insel ist, ob das getroffen werden kann, ja oder nein. Oh, Torpedotreffer, dickes Ei. Ja, das ist der KI also ganz wurscht egal, und es ist das Schöne oder nicht Schöne, dass die KI, wie gesagt, auf alles feuern und der eigene User, der Spieler, der Zocker, der Gamer, der hat also nur bedingt ein paar bestimmte Waffen, die er bedienen darf, nicht kann und nicht muss, sondern darf. Ne? Ja, das ist natürlich auch so eine Sache. Vielleicht wird sich das einmal Gaijin noch überdenken mit dieser KI, die dann aber alles hier wegrotzen. Und wäre natürlich auch sinnig, wenn man jetzt zum Beispiel hergeht und sagt, also Kanonen, alle Kanonen in den drehbaren Türmen, ne? Das ist, was weiß ich, Taste 1, das ist die Primärwaffe, ne? Und wenn ich auf Schiffe, wenn ich auf Flugzeuge zielen möchte, schießen will, muss, brauche, ne? Dann ist halt die komplette Flak- und Maschinengewehre, die sind halt dann meines Erachtens eben dann halt mal auf die 2, auf die F2-Taste oder auf die 2-Taste gelegt. Und wenn ich aber alles miteinander brauche, ne, weil ich jetzt hier, naja, dann kann man sie wahrscheinlich schlecht steuern. Ja, man müsste das schon separat haben. Oder zumindest so in dieser Art eine Lösung finden. Denn die KI ballert ja überall rum. Ne? Das ist ja nicht. Ist ja nicht tragbar sowas. Ne? Da, und diese kleinen Furzer, ne? Diese kleinen Furzer, diese Wichtigtour mit ihren deutschen Bötchen da, mit der Glaskuppel oben drauf, ne? Die meinen, sie kommen gegen einen Zerstörer an. Ne? Das ist. Ja, ich weiß nicht. Das sind so Kamikaze. Also früher hat es die in Japan gegeben, ne? Aber anscheinend hat es die dann in Deutschland auch gegeben. Oder zumindest hier in War Thunder gibt es Kamikaze. Ne? Kapitäne der See. Hm. Puff, 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 puff. Ja, das ist schon. Das Ding haut schon raus, ne? Also Leute, da braucht ihr nichts denken, ne? Der macht schon einiges kaputt. Aber die Schiffe haben eigentlich meines Erachtens in dem Nahbereich der Inseln, ich meine, er ist jetzt hier nicht im Nahbereich dieser ganzen kleinen Inseln in der Mitte. Also sagen wir mal, wenn wir jetzt den Punkt A uns betrachten, ne, da ist er nicht. Aber es bringen ja viele andere Kollegen, die bringen das fertig und fahren mit so einem Pott, fahren die dann zwischen den kleinen Inseln bei A rum. Da hat ein Kreuzer, nein, nicht ein Kreuzer, da hat ein Zerstörer nichts zu suchen. Ein Zerstörer
ist normalerweise ein sehr schnelles Fahrzeug. Und diese Geschwindigkeit kann er zwischen den Inseln überhaupt gar nicht ausspielen. Und vor allen Dingen ist es viel zu gefährlich, sich zwischen den Inseln durchzumanövrieren, wenn man nicht hundertprozentig weiß, wo die Fahrrinne ist, wie tief das Wasser dort ist, etc. und bla bla bla. Da brauchen bloß noch unterirdische Felsen irgendwo sein und dann war es das. Ne? Also da fährt so ein Schiff nicht rein. Die bleiben draußen auf hoher See und machen dann entweder Begleitschutz oder sie greifen fremde Zerstörer an, fremde Verbände angreifen, schützen ihre eigenen schweren Schlachtschiffe, Flugzeugträger etc. bla bla bla, oder greifen Küstenbatterien an und so weiter, Befestigungen, die an der Küste entlang sind. Das sind so Sachen, was die Zerstörer machen, aber nicht hier Inselspringen, ne? Inselspringen. Ja, das haben ja nicht einmal die Amerikaner gemacht mit ihren Zerstörern, dass sie zwischen diesen ganzen tausend kleinen Inseln umeinander rumgehüpft sind. Ne? Das mag natürlich möglich sein, dass wenn ich mir hier irgendeinen Punkt zwischen den Inseln aussuche, wo ich gut gedeckt stehe und sage, da warte ich, bis ein anderer Zerstörer reinfährt, ne? Das leuchtet mir noch ein, ne? Aber nur gut, das ist alles eine Philosophie, die ihresgleichen sucht, ne? Soll jeder machen, was er will, soll jeder glücklich werden. Und da kommt ein Torpedo, 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 Bums, erwischt. So, Video Ende gleich und ich sag Holdrio, bis zum nächsten Video. Nee, schaut erst einmal schnell noch rein in die Videobeschreibung. Da sind etliche Links, da könnt ihr reingucken und dann gibt es einen Spendenlink und es gibt noch andere Links und naja, ihr wisst schon wie. Liken, kommentieren, Abo ziehen, kostet nichts, ne? Und dann sage ich Holdrio, bis zum nächsten Video. Danke, tschüss, bye bye. Arrivederci, euer BVB. Okay.